Ob Geopolitik oder regionale Ereignisse, Einflüsse auf Unternehmen sind vielfältig und müssen beachtet werden. Um internationale Sicherheit oder Unsicherheit ging es am 5. Wirtschaftsschutztag der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Bastian Wirz-Joch von der Rechercheredaktion des MDR Thüringen und Elisa Heintke, Vizepräsidentin der IHK Magdeburg, leiten in die Veranstaltung ein. Wie auch der Staatssekretär des Ministeriums für Inneres, Klaus Zimmermann, sieht Caroline Herweg von der DIHK die Wichtigkeit der Veranstaltung. Ja, aktuell ist ja die Weltwirtschaft und auch die Wirtschaft hier von vielen Unsicherheiten geprägt. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass sich die Unternehmen informieren können, was sie tun können, um ihr Geschäftsmodell, ihr Geschäft, ihre Mitarbeiter zu schützen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass die IHK diesen Wirtschaftsschutztag veranstaltet mit verschiedenen Impulsen, wo die Unternehmen sehr viel für sich mitnehmen können. In Form von Vorträgen werden die Gäste unter anderem über geopolitische Kämpfe, Reisesicherheit und Digitalisierung informiert. Bei meinem Vortrag geht es ja dann im Wesentlichen um Sicherheit auf Reisen. Ich meine da jetzt nicht die Reise nach Dänemark oder in den Schwarzwald, sondern eher, wenn man viel international unterwegs ist, gibt es natürlich Gefährdungen in Bezug auf einmal die Mitarbeiter, die reisen, aber eben auch das sozusagen Know-how, das mit den Mitarbeitern in Form von Informationen auf Laptop oder Smartphone und so weiter mit unterwegs ist und wie man dies am besten schützt, worauf man achten sollte und was so ein paar Grundverhaltensregeln sind. Sachsen-Anhalt befindet sich in einem strukturellen Wandel. Wir erleben die Investitionen von Großinvestitionen in unserem Land. Große Player werden sich hier ansiedeln. Und um eine Chance als kleines und mittelständisches Unternehmen zu haben, von denen Sachsen-Anhalt geprägt ist, ist es wichtig, sich zu informieren, wie ich genau der passende Lieferant für solch einen Unternehmer werde. Und da spielen Themen wie Digitalisierung, Automation, aber auch KI und die notwendigen Randbedingungen, wie zum Beispiel dann auch die Cybersecurity, die damit einhergeht, eine wichtige Rolle. Abschließend fasst Caroline Herweg die Situation wie folgt zusammen. Also die Weltwirtschaft hat sich verändert. Wir sehen viele Risiken und wir sehen aber auch, dass die Unternehmen eben mit Hochdruck daran arbeiten, sich dahingehend aufzustellen. Wir sehen aber auch, dass der politische Einfluss auf Lieferketten, auf das internationale Geschäftsmodell zunimmt. Und da muss man schauen, dass das eben nicht offenen Handel, den wir brauchen, den wir auch weiterhin brauchen mit unseren internationalen Partnern, um die Herausforderungen zu meistern, dass der nicht unnötig eingedämmt wird, sondern dass wir da weiterhin offen bleiben.